Aber das kann eure Ergebnisse halt wirklich verfälschen. Deswegen googelt auf jeden Fall subtraktive Farbmischung Farbkreis und da könnt ihr halt genau sehen, welche Farben ihr wie miteinander mischen könnt. Hallo Leute! Ja, ich töne mir relativ oft meine Haare mit direkt ziehenden Tönungen und ich habe mir gedacht, da doch öfters mal wieder ein paar Fragen zu dem Thema aufkommen, beantworte ich die quasi einmal gebündelt in diesem Video und versuche euch in diesem Video quasi alle allgemeinen Informationen zu vermitteln, die ihr wissen müsst, wenn ihr überlegt, euch die Haare auch so zu färben bzw. zu tönen, muss man sagen, wie ich. Und ja, ich fange auch einfach mal an. Also was sind direkt ziehende Tönungen überhaupt? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Also ich benutze für mich selber jetzt persönlich eigentlich fast nur Directions. Das ist eben eine Marke von diesen direkt ziehenden Tönungen. Und bei diesen Tönungen handelt es sich halt wirklich um echte Tönungen. Und da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen und den Unterschied erklären. Grundsätzlich gibt es nicht nur Tönungen, sondern es gibt auch Intensivtönungen und Färbung und natürlich Blondiermittel. Intensivtönungen sind tatsächlich eigentlich nicht wirklich in dem Sinne Tönungen. Sie werden halt immer, also es ist eigentlich nur gutes Marketing. Wenn ihr da im Supermarkt geht und irgendwelche Tönungen seht, wo schon vorne drauf zu erkennen ist, dass quasi zwei Komponenten beim gemischt werden müssen, ja, ist halt, wird halt oft als Intensivtönung bezeichnet. Das Problem ist halt, die wirken einfach komplett anders als die Directions. Bei Directions ist es so, dass sie ja, durch physikalische Gesetze an eurem Haar haften bleiben und in der Regel nicht unter eure Schuppenschicht von euren Haaren drunter gehen. Was wiederum bedeutet, dass sie wirklich normalerweise nicht allzu lange halten, außer euer Haar ist so geschädigt, dass quasi eure Schuppenschicht schon so geöffnet ist, dass die Pigmente quasi extrem tief eindringen können ins Haar und sich dann dort festsetzen. Ja, bei Intensivtönungen ist es halt so, dass da zwei Komponenten gemischt werden müssen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, dann ja, schraubt man das aufeinander und schüttelt es und trägt es dann aufs Haar auf. Und das bedeutet im Prinzip, dass da H2O2 dabei ist. Und das ist halt wirklich schädigend fürs Haar, was bei Directions nicht so ist. Das sorgt eben dafür, dass sich die Schuppenschicht öffnet und die Pigmente ins Haar eindringen können und dadurch halten diese Intensivtönungen halt extrem lange. Also meiner Erfahrung nach, ich weiß, vielleicht habt ihr ja meine von Rot zu Blond Serie gesehen, das ist noch eine sehr alte Serie, die ich auf meinem Channel gemacht habe, wo ich eben gezeigt habe, wie ich versucht habe, meine Haare, die mehrmals hintereinander mit einer Intensivtönung getönt wurden, wieder zu entfärben und das war echt ein Krampf. Also es ist ja bei Directions schon teilweise schwierig, wenn man blondierte Haare hat, auf die man das aufträgt. Aber bei Intensivtönungen ist es wirklich richtig krass, da kriegt man halt einfach die Farbe kaum noch raus. Ja, und dann gibt es natürlich die Färbung, wo eigentlich die Farbe grundsätzlich gar nicht rausgeht. Die wird halt oft, verblasst sie halt so ein bisschen irgendwie und diese Leuchtkraft geht so ein bisschen verloren. Aber grundsätzlich geht die Farbe bei Färbung eigentlich nicht raus. Und ja, also so gesehen hat Directions eigentlich wirklich einen großen Vorteil, weil es halt keine Haarschäden verursacht und das ist halt auch wirklich der Grund, warum ich immer Directions verwende und natürlich, weil ich halt bunte Haare haben möchte und ja, das sind die Directions auf jeden Fall super geeignet dafür. Die Directions halten auch nur deswegen auf euren Haaren, weil quasi aufgrund von einer gegensätzlichen Ladung dann eure Haare die Tönung quasi anziehen. Und das ist auch so gesehen, ist es dann auch eigentlich logisch, dass die Haare dadurch nicht geschädigt werden. Ja, dann komme ich mal dazu, wie trägt man das Ganze auf, wie benutzt man das eigentlich? Also ihr müsst auch ein paar vorbereitende Schritte machen, wenn ihr Directions verwenden wollt. Also es ist, ich sag mal, es ist nicht unbedingt einfach von einer dauerhaften Routine her, müsst ihr euch so ein paar Sachen einfach angewöhnen, wenn ihr wirklich immer mit Directions tönen wollt. Und zwar ist es erstens, dass ihr grundsätzlich eigentlich blondierte Haare braucht. Ihr könnt auch teilweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel dunkelblonde oder mittelblonde Haare habt, könnt ihr da auch einige Töne drauf machen. Allerdings halten sehr viele Töne nicht wirklich auf euren Haaren.
Da müsst ihr halt bei den einzelnen Tönen dann separat recherchieren, ob die auf euren Haaren halten. Was ich zum Beispiel weiß, ist, dass zum Beispiel Plum relativ gut auf sogar braunem Haar, glaube ich, halten soll. Aber das, wie gesagt, das unterscheidet sich halt eben je nachdem, welche Farbe man dann wirklich verwendet. Ja, und was ihr dann noch machen solltet, ist, dass ihr, bevor ihr die Directions dann anwendet, eure Haare mit Reinigungsshampoo wascht. Eben damit ihr alle Silikone von eurem Haar entfernt, falls vorhanden. Das Problem ist halt, dass die Silikone wirklich die Haare total abriegeln und dann quasi, ja, man kann es sich so vorstellen, dass die Farbpigmente dann einfach daran entlang gleiten und nicht an eurem, sich halt überhaupt nicht an eurem Haar festsetzen können. Deswegen muss das Silikon auf jeden Fall runter. Vorteilhaft ist natürlich, wenn man eine Haarroutine hat, die sowieso schon kein Silikon enthält. Aber wie gesagt, wenn ihr einfach dann ein paar Mal vorher ein silikonfreies Reinigungsshampoo verwendet, sollte das eigentlich reichen, außer ihr habt euch jetzt wirklich eine mega dicke Schicht Silikon auf eurem Haar aufgebaut. Ja, und dann kann es auch schon ans Tönen gehen. Da ist natürlich die Frage, also erstmal könnt ihr auf jeden Fall alle Töne miteinander mischen, wie ihr das wollt. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch mal irgendwie so ein Farbrad auszudrucken. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr eingibt bei Google subtraktive Farbmischung Farbkreis. Denn also die meisten Farbkreise, die man online findet, sind von einer additiven Farbmischung. Das ist halt ein ganz anderes Farbsystem, was sich eigentlich auf Lichtfarben bezieht. Das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert zum Ausholen. Da mache ich vielleicht nochmal ein separates Video zu. Aber das kann eure Ergebnisse halt wirklich verfälschen. Deswegen googelt auf jeden Fall subtraktive Farbmischung Farbkreis und da könnt ihr halt genau sehen, welche Farben ihr wie miteinander mischen könnt und welche Töne dann dabei rauskommen. Die Töne, die auf dem Farbkreis gegenüberliegen, ergeben in dem Fall dann auch wirklich ein Grau, ein neutrales Grau. Wobei dazu zu sagen ist, dass ihr dann halt wirklich auch exakt diese Töne verwenden müsstet, damit es wirklich ein Grau ergibt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr die Directions streckt, also ein bisschen verdünnt, sodass die Farbe quasi ein bisschen pastelliger wird. Und das könnt ihr entweder mit Spülung oder mit Wasser machen. Da habe ich schon ein ganz eigenes Video zu dem Thema gemacht, weil es da immer sehr viel Diskussionen gibt zu dem Thema, was jetzt wirklich besser ist. Das erkläre ich ganz genau in diesem Video. Und ja. Also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, es ist generell ganz praktisch, wenn man sich die Directions irgendwie verdünnt, weil sie halt relativ teuer werden können, wenn man sie so aufträgt. Also ihr könnt sie entweder online kaufen oder im Friseurbedarf. Im Friseurbedarf sind sie meistens doch echt viel teurer, also in der Regel eigentlich doppelt so teuer wie online. Zumindest ist das bei den Friseurbedarfsläden, die ich so kenne, so im Verhältnis zu den Online-Shops, wo ich halt die Directions kaufe. Das ist halt so eine Sache, da müsst ihr natürlich selber entscheiden, wo ihr hingehen möchtet. Also wenn ihr dann die Directions auftragt, also ich persönlich mache das am liebsten mit einem Pinsel, aber ich muss dazu sagen, also das macht wirklich jeder anders. Also es gibt wirklich professionelle Friseure, die da einfach nur mit den Fingern arbeiten und das nur mit den Fingern auftragen. Manche kämmen das auch richtig in die Haare ein. Also da müsst ihr euch wirklich so ein bisschen rantasten und das selber so ein bisschen ausprobieren, weil das echt komplett Geschmackssache ist. Ihr könnt die Directions sowohl auf feuchtem als auch auf trockenem Haar verwenden. Auch das ist wieder so ein bisschen Geschmackssache. Es ist generell ein bisschen einfacher, das die Directions aufzutragen, wenn die Haare feucht sind. Aber dafür ist es dann wieder schwieriger, die Haare vernünftig zu separieren, wenn sie so nass sind. Weil ich meine, die sind dann halt so ein bisschen ineinander verknotet, logischerweise, wenn sie nass sind. Und das macht das Ganze echt richtig kompliziert. Deswegen versuche ich immer, dass wirklich nur noch eine ganz, ganz minimale Restfeuchtigkeit in meinen Haaren drin ist, sodass die Haare halt nicht mehr so zusammengekettet sind irgendwie und trotzdem noch so ganz leicht feucht sind. Und dann kämme ich sie halt vorsichtig durch. Und ja, so kann ich, für mich persönlich, kann ich sie so am besten auftragen. Ja, was die Einwegzeit angeht, könnt ihr ab 15 Minuten, ist quasi alles möglich. Also mindestens 15 Minuten solltet ihr sie schon einwirken lassen, damit sie halt, ja, damit sich das Haar so ein bisschen damit vollsaugen kann quasi.
Aber es gibt auch Leute, die die über Nacht quasi einwirken lassen. Ich frage mich immer, wie das geht, weil ich mir das ziemlich so vorstelle, dass das eine ziemliche Sauerei wird, egal wie viele Handtücher man da in seinem Bett verbreitet. Aber das kann man natürlich ausprobieren, wenn man das möchte. Ob sich dadurch die letztliche Haltbarkeit verbessert, ist jetzt auch nicht so wirklich bestätigt von offizieller Seite, sag ich mal. Also ich habe da auch so meine Zweifel dran, dass es jetzt wirklich richtig viel Unterschied macht, eben auch weil das halt physikalisch, weil die Farben eben physikalisch wirken und ja, deswegen, also es ist nicht so wie bei einer Blondierung, wo das dann halt immer weiterarbeitet. Ja, zum Thema Haltbarkeit kann man sagen, dass es eben, wie schon vorher erwähnt, sehr stark davon abhängt, wie geschädigt eure Haare eben sind. Also wenn ihr vorher schwarze Haare hattet und ihr habt die dann komplett nach Platinblond blondiert, und euch dann die Directions drauf gemacht, dann kann es echt sein, dass die richtig krass sich in den Haaren festsetzen, weil eure Haare dann höchstwahrscheinlich ziemlich geschädigt sind. Also es kommt eigentlich größtenteils wirklich auf die Haarschäden an, die man hat. Und was man auch dazu sagen muss, wenn man halt wirklich auf seinen Naturhaaren die Directions anwendet, dann ist der Unterschied wirklich noch viel krasser. Also da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass, also wenn ich zum Beispiel noch ein bisschen Ansatz hatte und mir dann gedacht habe, okay, ich töne einfach mit Directions drüber, habe ich immer gemerkt, dass der Ansatz nach 3 bis 4 Haarwischen eigentlich schon fast wieder ganz normal aussah und dafür aber dann die restlichen Haare Ewigkeiten noch bunt waren. Ihr könnt natürlich auch mit den Shampoos das so ein bisschen beeinflussen. Ihr könnt natürlich ein Farbschutzshampoo verwenden, wenn ihr wollt, dass die Farbe länger hält, und ein Reinigungsshampoo verwenden, wenn ihr wollt, dass ihr die Farbe möglichst schnell rauskriegt. Was manche Leute machen, ist, dass sie sowas wie Color Before anwenden. Das sind halt solche chemischen Produkte, die quasi ja, Farbpigmente schrumpfen sollen, sodass sie dann wieder aus dem Haar raus befördert werden können. Das funktioniert aber in der Regel nicht besonders gut bei Directions, weil das eigentlich extra dafür da ist, eben für Intensivtönung und für Färbung vor allem, wo die Pigmente halt wirklich in das Haar eingeschleust werden und da eben aufgrund ihrer Größe dann nicht mehr raus können. Deswegen würde ich euch empfehlen, das nicht unbedingt auszuprobieren, das ist es eigentlich nicht wert. Ich habe das bei meiner Intensivtönung damals gemacht und der Prozess ist echt ziemlich anstrengend. Bei Intensivtönung funktioniert es wenigstens, aber ich habe eigentlich nur Schlechtes gehört, wenn Leute das probiert haben, irgendwie damit ihre Directions rauszukriegen. Ja, und das war es auch eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weiterhelfen können. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video.